Wenn es um das Thema aktuelle zeitgemäße Prophetie geht, dann begegnet einem mitunter Christen, die sagen, ich kann das nicht sehen. Ich sehe das nicht in meinem Umfeld, ich sehe das nicht in der Gemeinde, ich sehe das nicht in der Christenheit, ich sehe das nicht in Deutschland. Ich glaube das nicht, weil ich es nicht sehen kann. Die Propheten, die spinnen, die erzählen irgendwas. Das ist ein Traumbild, ein Wunschbild. Aber weißt du, Prophetie berichtet auch nicht das, was du sehen kannst, sondern sie spricht über das, was auf uns zukommt. Und deshalb ist es sehr gut, prophetisches Reden zu kennen und ernst zu nehmen. Und ein Bild, was uns dabei helfen kann, wie wir mit prophetischem Reden umgehen, ist das, was du garantiert kennst von den Nachrichten, wenn ein Monstersturm, ein Hurricane, sich auf die amerikanische Küste zubewegt oder auf die Karibik, die Leute dann anfangen, in die Supermärkte zu fahren, alles leer zu kaufen, Wasser zu bunkern und die Häuser zu verrammeln, mit Brettern die Fenster zuzunageln und so weiter. Und vielleicht schaut man sich um und sagt, der Himmel ist blau, die Vögel zwitschern, kein Wölkchen am Himmel, vielleicht nur ein laues Lüftchen. Was machen die Leute? Und weißt du was? Alles, was diese Leute haben, ist eine Information, nämlich eine Wetterwarnung. Und diese Information bringt sie dazu, sich entsprechend vorzubereiten. Prophetisches Reden ist genau das. Eine Information von etwas, was auf uns zukommt, damit wir uns in entsprechend guter Weise darauf vorbereiten können. Wir haben diese kleine Broschüre hier geschrieben, ein geistlicher Tsunami, die haben wir schon viele tausend Mal kostenlos verschickt und wenn du sie noch nicht hast, kannst du sie gerne kostenlos bei uns anfordern, ich schicke sie dir zu, gerne auch mehrere Exemplare für deine Freunde, für einen Hauskreis oder so. Das ist etwas, das nennen wir ein prophetischer Wegweiser. Das sind Prophetien über das, was auf uns zukommt, einige nur zusammengetragen, damit man einfach weiß, was Gott redet. Was er tun wird und wir uns entsprechend darauf vorbereiten können. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir glauben, das Wort, was momentan für uns gilt, ist, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Wir glauben, dass aktuelle Prophetie sehr, sehr wichtig ist. Denn der Herr tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, enthüllt hat. Wir glauben, dass Gott viel mehr für uns alle vorbereitet hat.